Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dying Light. Und wie immer erstmal ein Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür. Und ja, bitte weiter. Echt das Gefühl, dass die... bei schlechtem Wetter stärker sind. Wahrscheinlich, weil sie dann nicht so modrig sind. Man kennt das. Modrig ist nicht gut. Prügelt sich irgendeiner. Okay, ich prügel mich gleich mit. Nein, tue ich gar nicht. Ich verschwinde. Nicht mein Business. Was haben wir denn hier für eine Mission? Ah, komm. Machen wir erstmal das hier. Wir müssen eine Etage tiefer. Vorschläge wie? Tja. Okay, hier ist auf jeden Fall wichtig. Also irgendwie ist es hier ziemlich ruhig, aber keine Ahnung warum. Mir soll es recht sein. Irgendeiner betet da unten oder so. Boah, hat's mich gerade gerissen. Kommt da eine angeschlichen, so auf die ganz hinterhältige Art und Weise. Alter Schwede. Ja, was gibt's? Sind Sie Mr. Tabit Erdal, der Stadtsekretär? Das war ich mal. Aber alle Titel wurden von der GRE und der Regierung annulliert. Meinen Titel gibt es nicht mehr. Und daher muss und darf ich auch niemandem mehr Dienste anbieten. Weder Ihnen noch sonst wem. Auf Wiedersehen. Nicht so schnell, Mr. Erdal. Laut Annullierungsbefehl haben sich alle Beamten dem GRE und der provisorischen Regierung zur Verfügung zu halten. Gehören Sie zur GRE? Ich suche nach Informationen über ein großes Vorratslager hier irgendwo in der Stadt. Ah, Sie meinen den Bunker? Nun, wenn Sie etwas daraus wollen, brauchen Sie Formular 201, behördlicher Bedarf. Formular JP401, Operationsdetails. Formular 606, Sonderbedarf. Und Formular 302b, Erklärung des Notfallbedarfs. Unter optimalen Bedingungen, die wir nicht haben, hat das letzte Formular eine Bearbeitungszeit von 3 Tagen. Ich brauche es jetzt. Dann schlage ich die traditionelle Methode zur Beschleunigung von behördlichen Bearbeitungsprozessen vor. Wie wäre? Bestechung, natürlich. Ich brauche den offiziellen Stempel des Bürgermeisters. Der Bürgermeister war zuletzt im Hotel. Der Stempel sollte in seinem Zimmer sein. Natürlich. Bestechen. Ich komme mir vor wie bei Asterix und Obelix. Formular A38. Auf dem rosa Formular. Okay. Wird das Wetter jetzt irgendwann auch besser? Oder bleibt es jetzt so schlecht? Gut. Wir haben jetzt mal die Mission angenommen. Kann ich bei Lust und Laune machen. Aber eigentlich habe ich mehr Bock auf die Prophezeiungsgeschichte. Daher. Ey, die in der Altstadt, die wussten schon, wie sie zu leben haben. Ey, das macht so Spaß, Zombies hier runter. Uah. Yeah. So. Okay. Wie irgendwo soll ich doch jetzt theoretisch meine Visionen kriegen, oder nicht? Aber wie weit ist das denn noch? Okay, schon noch ein Stückchen. Ich dachte, ich wäre schon dort.
Gut. Hey, eine Attenkette. Nice. Da unten ist ein... Komme ich jetzt darüber? Ohne einmal runter zu müssen. Lasst mich raten, ich muss runter. Ey, fickt euch doch ins Knie. Hat meine Waffe mit der schallgedämpften mittlerweile wieder... Was, du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? So. Nee, so richtig gefallen. So richtig gefallen hat es mir bei euch nicht. Ich will wissen, was für Päckchen die hier haben. Okay. Die können nicht atmen. Das Schlimmste ist nicht gut aussehen. Mit wem hast du geredet? So. Ich habe hier noch einen getötet. Irgendwo hier. Kann ich mich an den hier eigentlich schminken? Ne, kann ich nicht. Ich bräuchte jemanden zu. Es ist momentan eh keiner hier. So, nehmen wir das nämlich direkt mit. Ich muss halt immer noch mal gucken, wo die scheiß Uni ist. Damit ich das Bike kann. Okay, was mache ich jetzt hier? Okay, das ist... Wahrscheinlich muss ich in dieses Gebäude hier rein, oder? Ey, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay. Betreten Sie das Hotel. Okay. Hotel. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Aber wir werden schon sehen, Leute. Der Spur. Entweder kann er hell sehen oder das ist ein Komplott. Die tückische Nummer 9 muss dann ein Hotelzimmer sein. Ja, wir sollten vielleicht mal dahinter kommen und ein paar Schlüssel holen. Oh Mann. Okay. Eine Personalkarte auf jeden Fall gekriegt. Perfekt. Ich nehme jetzt einfach mit, was ich kriege. Da geht einfach alles mit, Leute. Dann können wir wahrscheinlich in die Räume rein, sonst könnten wir es wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt raten müsste. So. Sind wir hier? Das hört sich ekelhaft an. Okay. Sonst ist hier, glaube ich, nämlich nichts mehr. So viele Dietriche. Ich hasse halt so Gebäude, die stressen mich voll. Keine Ahnung warum, aber das stresst mich brutal. Das war so nicht beabsichtigt.
Okay, hier kann ich aber ganz offensichtlich nicht weiter. Dann gehen wir mal hoch. Schauen wir mal. Nee, so viel Loot müssen wir jetzt eh nicht. Okay, 103 habe ich aber. Ah ja, ein Schlüssel. Da komme ich nicht rein, oder? Nö. Ja, nett. Du? Bist durch. Ey, das wird hier, das wird hier, glaube ich, noch voll der Inventar voll, echt. Komm. Dann nehme ich lieber hier so einen Scheiß damit, oder? Sagen, das ist jetzt hier nicht. Wahrscheinlich sind die Zimmer nicht so der Burner. 102. Den hat es beim Scheißen zerrissen. Ja, beim Scheißen zerreißen ist natürlich eine fiese Sache. Schaut aber jetzt nicht aus, als würde ich hier ernst den geilen Stuff kriegen, Leute. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen. Einfach durchrunnen. Ob ich einfach durchlaufen soll. Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich hier irgendeinen geilen Stuff kriege. Ja, eine Notiz, wow. Hip, hip, hurra. Ich bin total happy. Weil 109 ist nicht. Okay, da ist. Ich schau euch das mal an. Trauriges Ende. Und da hat es ausnahmsweise mal keinen beim Scheißen zerrissen. 107 ist das letzte Zimmer. Das ist schon wieder so ein Diebeshotel gewesen. Da waren nur Diebe und Kriminelle drin. Dass ich hier wieder Dietrich gefunden habe. Okay, das heißt wohl eine Runde aufzufahren, oder? So. Sprühdose. Da drin und ich kann sie nicht nehmen. Naja, sind auch nur Dietriche. Okay. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall durch den Aufzug. Das ist klar. Und da drin ist einer, der noch mal aufs Maul haben will. Sogar zwei. Top. Das lief gut. 205. So. Ich glaube aber auch nicht, dass die sich hier lohnen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir hier auch nur ansatzweise irgendwas Rentables drin haben. So Metallteile und sowas. Alles schön und gut, braucht aber keinen Schwanz eigentlich. Die tückische 9, natürlich. Tückische 9. Wie sollte es auch anders sein? Okay, da ist irgendwas von Reis.
drinnen. Inventory voll, Moment. Und den grünen Sensenmann, den machen wir auch weg. Bin ja gespannt, was von Rais jetzt hier drin ist. Also es geht hier auf jeden Fall um Rais. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Sein, dass wir das jetzt knacken müssen, oder? Dass das hier die große Mission war. Schaut fast so aus, aber... Na, ich weiß nicht. Das war das Zimmer von Rais. Er muss hier bei Ausbruch der Epidemie sein Lager aufgeschlagen haben. Schaut fast so aus, ne? Tja, und das war's jetzt, oder? Wie? An und für sich hätte ich keinen Bock, hier weiter zu fuhrwerken. Kann ich hier das verlassen? Okay, irgendwas vom... Okay, ich kann mich verpissen, oder? Danke. Was hat mir das jetzt aber gebracht? Mal ganz im Ernst. Ich habe irgendeine Gnade. Irgendeine Gnade von Rais scheinbar. Schauen wir uns auch gleich an, was die kann. Aber das sah jetzt nicht nach großartigen Wow aus, ganz ehrlich. Okay, dann wir die Mission des Rais-Dingens, das will ich auch immer mal. Okay, das ist dann die Hauptmission. Dann haben wir hier noch Alias Vater finden. Das ist wahrscheinlich das mit der Pizzeria, oder? Und dann sind wir hier, glaube ich, eh ziemlich bald mal durch. Die Frage ist nur, wo ist mein Quartiermeister? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, meine Freunde. Ich weiß es gerade nicht. Aber wir machen heute auch einen kürzeren Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer würde ich mich über alles freuen. Ciao!